Der tritt auf dein Auto. Ja, hallo und willkommen zurück zu Grand Theft Auto Online. Ja, hallo, willkommen auch von mir. Es gab ein Update. Ich hoffe mal, es klappt jetzt besser. Zumindest komme ich auch schon viel schneller in das Spiel rein. Online-Modus. So wie es aussieht, brauchen wir einen vierten Spieler. Wir können nicht so starten. Ich habe jetzt mal Schnellstart gemacht. Hoffentlich findet sich jemand. Wird echt Zeit, dass wir noch einen vierten kriegen für unsere Gruppe. Ja, wie ihr seht, ich bin noch mit Rang 11 der Niedrigste. Ist ja nicht schlimm. Und wie ihr bei mir seht, ich werde GTA jetzt in Zukunft nur noch in 1080p, also in Full HD aufnehmen, aber dafür mit 60 Bildern pro Sekunde. Falls ihr lieber 1440p sehen wollt mit 30 Bildern, sagt's. Ansonsten bleibe ich jetzt bei 1080p. Tja, kommt keiner ins Spiel. Es braucht vielleicht ein bisschen. Aber offen ist es? Ja, nee, jetzt ist offen, aber ich habe Schnellstart gemacht, also. Adjoint keiner. Das ist übrigens ein Heist, den wir gerade versuchen, den zweiten Heist. Tja, sieht schlecht aus, ne? Ja. Sind alle hier gesetzestreu. Ah! Der Rex. Er ist auf Abruf, was heißt das? Ich habe keine Ahnung, er tritt bei. Rex ist ein Ninja, ein Pirscher. Er kann gut schleichen, das ist vielleicht gut. Okay, jetzt ganz schnell spielen, bevor er wieder rausgeht. Das ist natürlich doof, jetzt haben wir jemanden, mit dem wir nicht reden können. Ich hoffe, das klappt. So, wer macht den Piloten? Ich nicht. Toxic ist Pilot. Wenn du mir sagst, wie ich das steuere. Ich glaube, ich mache mal meinen Controller an, wenn ich Pilot Mr. bin. Mr. Crest said we should talk about work, but not here. So is there a room in the back or something? Cool, I'll get set up. Ich finde es toll, die Zwischensequenzen, wo unsere Charaktere total stumm sind. So, Mr. Crest said you might be able to help me out with something. Well, not me. So that's clear, it's not me you're gonna be helping. And I want it understood that I am not involved. Just a bystander doing a favor. And this is not an offer of employment so much as an opportunity. And, well, anyway, that's just getting a bit technical. But the point is, sometimes our fair and legal justice system makes mistakes. And this is one such time. Here he is, Professor Maxim Rashkovsky. You know the professor? Used to be head of research for the army. 3 doctorates, overconfident polymath, vain sociopath, tedious egomaniac, control freak, geneticist, weapons development engineer, car nut, but definitely not a people. Nein, Rex ist die Frau. Ach, der hier. Accused of espionage along with everything else? You don't remember? Well, lucky you. Exceedingly vain and self-absorbed man, brilliant at everything he does, yada yada yada, makes you want to puke. He's a goddamn traitor. I mean, he's a rat, but he pays. Incarcerated for a crime he did commit, but, well, let's just say money talks and he's going to walk. So, we got a few things to get ready, all pretty straightforward. Do them one at a time, but any way you like. Standard op for a gov fact breakout, if you know what I mean. Rad. All right, first thing's a plane. Then we got a bus, and then, well, 2 things. We got the inmate transfer schedule and Rashkovsky's car. More on that later. Let me show you. We need a plane to get the professor out of the country. It's currently being used to traffic drugs by a transnational street gang, the Vagos. So viel Sachen müssen wir erledigen. Bus. We need a standard Bolingbroke transport vehicle. The least traffic is on the route from Palito Bay. All right, that's where you're going to be able to get a hold of one. You can get a hard copy of the inmate transit schedule at the LSPD's Mission Row station. Go in, play it cool. You might not have a problem. That's a 2-person job, max. The other 2-hander is our guy's prize Casco. We believe it's about to be shipped to Korea by a luxury car theft ring. Okay, Mr. Crest said you guys are at least semi-competent, so, well, Professor Rashkovsky pays well.
Machen wir die erste, ne? Ja. Und schon schief gehen. Ja. Ist ja nur mein Geld, ne? machen wir normal, ne? Ja. Oh shit. Ich bin Pilot. Toll. Was bin ich? Wo steht das? Ich bin mit Rex zusammen Pilot. Team an sich. Ich bin Bodentrupp. Straßenkampf. Drive-by. Oh Gott. Gut, dass mein Controller gerade blinkt. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Toxic, du hast doch eine Xbox, ne? Ja. Hast du einen Wireless-Controller? Nein. Ach, schade. Ihr müsst alle mal auf OK drücken, ne, damit es losgeht. Ja, hab ich schon. Also, Pilotenteam ist bereit. Ja, unser der dritte Bodentrupp auch. Jetzt. Ich bin mal gespannt, das wird eine Katastrophe. Ja. Jetzt bin ich mit diesen anderen Spielern zusammen in einem Team. Gefällt mir gar nicht. Wo steht mein Auto? Ah, da hinten. Oh Gott, so. Der hat ein pinkes Auto. Nein. Da ist meins. Oh, ihr lebt mich jetzt wieder live beim Fahren? Scheiße. So, ich bin heute Rex mal unterwegs, ne? Ihr macht eure Sache. Ja. Jetzt könnt ihr wirklich mal überlegen, was ihr guckt, liebe Zuschauer. Flugzeugabsturz oder Fahrunfälle. So, ich glaube, wir fahren alle gemeinsam zum Flughafen, kann das sein? Ehrlich? Also, ist das auch so ein Flughafen? Ja, ich habe meine Route, führt mich gerade dahin, die mir vorgegeben ist. Ich muss noch kurz in die Einstellung gehen. Ich muss doch wieder TXAA ausmachen, das wird mir zu viel. Oh, verdammt, ey. Ich muss mal mehr auf den... So, 73 Bilder anstatt 20. Das lohnt sich doch. So, die Motorhaube habe ich schon verloren. Was? Ja, ich meine, ist gerade ein bisschen blutig, aber das war auch alles. Ich habe, glaube ich, auch einen Laternenpfeil mitgenommen. Oh, verdammt. Hoffentlich hole ich die alle wieder ein, die jetzt vor mir sind. Wow, geiles Auto. Leider bin ich in meinem Auto schon unterwegs. Oh, noch 5 Kilometer, die ich fahren muss. Wow. Oh, ich bin auf 5,6. Mal gucken, ob ich mich anhole. Ich sehe nur 2 Punkte vor mir. Nee, einer ist hinter mir. Ja. Okay, du. Ich bin voll in die Wand gefahren. Ah. Oh gut, ich bin der Einzige, der solche tollen Hindernisse mitnimmt. Meine Banshee ist nicht gerade das schnellste Auto, muss ich ja feststellen. Ist das gleiche, was du schon mal hattest, was du gestern hattest? Ja, ja. Dann müsste eigentlich schneller als ich sein. Ja, aber ich stand eben gerade ein bisschen und habe die Grafikeinstellung geändert. Ah, okay. Auf jeden Fall bist du noch 3,7 Kilometer. Ich hab ein SUV. Oh, du hättest aber uns mitfahren können dann. Falsche Abzweigung. Was machst du denn? Ich war zu schnell. Ich habe falsch gebremst. Wie sagen, der Bremsweg, der war zu lang. Okay. Ich bin auch gerade fast geradeaus weitergefahren. Ah. Oh cool, Staubstraße. Ah, ich hab einen Kratzer, verdammt. Scheiße, noch eine Beule. Das hört sich an, als wenn ich über den Kiesweg fahre und nicht über Sand. Ja, ein bisschen, ne? Ich bin noch nie mit 100 Sachen durch den Sand. Ich kann nicht sagen, wie es das wirklich anhört. Ups, Entschuldigung. Wen hast du überfahren? Da standen zwei Leute mit einer Bierflasche am Straßenrand. Ja, die können immer weg. Braucht man nicht sowas. Einen der Punkte hole ich langsam ein. Das bin ich. Okay. Oh, das habe ich aber elegant. Das habe ich elegant umfahren.
Boah, ich kann Rex fliegen. Ich komme in Schleudern. Oder drück mal G und zieht eure Masken auf. Oh, die Markierung ist weg. Das ist ja unfair. Das war wieder einer zu schnell war. Er steht noch hier. Ja, aber die Markierung ist weg. Fahrt zu uns. Toxi findet den Weg wahrscheinlich nicht jetzt. Einfach den zu den blauen Punkten fahren. Na, siehst du nicht, wie schön mein Auto aussieht hier? Mit der kaputten Motor. So. Was habe ich denn für eine Schlabberjacke an? Keine Ahnung. Ja, Toxic, wo bleibst du? Ich habe hier gerade leichte Probleme. Der tritt auf dein Auto. Ah, das kann ich auch mit seinem machen. Ihr seid doch verrückt. Jo, er hat deine Scheibe. Die Sau. Ey, wie asozial ist denn das bitte? Seine Scheiben sind alle leider schon kaputt. Dafür ist mein Motor. Oh, er macht bei seinem auch weiter. Ja, natürlich. Und mein armes Auto muss ich auch noch dran glauben. Hey, ich hab's gerade reparieren lassen. Na gut, die Motorhaube ist ein bisschen weg, aber... Du wirst eh wieder ein neues haben, wenn die Mission vorbei ist. Die sind doch immer noch repariert dann. Aber ich pack schon mal meinen Raketenwerfer raus. Moment. So. Ein pinken Raketenwerfer. Oh Mann. Bin fast da. Wunderbar. So, Schalldämpfer ist aufgesetzt. Ich habe keinen Schalldämpfer für meine Knarre, doch für meine MP. Juhu. Genügend Schuss habe ich dabei. Ja, Rex muss nochmal... Ah, da kommt ja, er auch schon. Toxic ist schon unterwegs. Er ist auch schon da. Wunderbar, da ist er. Boah, siehst du ramponiert aus. Ja, ich sagte doch, ich hatte leichte Komplikationen. Los, auf geht's. Was müssen wir machen? Velo umstehlen, das ist wahrscheinlich ein Flugzeug, ne? Oder entferne, die stellen sie schon. Entferne alle Vagos vom Flugfeld. Okay, der Kerl hat keinen Schalldämpfer, dann hole ich auch meinen ohne Schalldämpfer raus. Das sind verdammt viele. Naja, das passt schon. Echt verdammt viele. Mich hat's erwischt. Nein. Warte. Von hinten kommen ein paar, ne? Ja. Wie kommt man denn hier rein in dieses Gebäude? Ey, weil sind ja sehr Mörder viele. Ist auch eine Teammission, ne? Au. Oh, verdammt. Da kommen Autos. Da kommen echt viele gerade. Ich bin down. Schade, dass es kein Feedback gibt, wie viel Hitpoints ich noch habe. Fehlgeschlagen. Du bist gestorben. Was? Ich darf nicht sterben? Nee, du bist der Gruppenleiter. Nein. Ja, schön. Es gab immer 900 Dollar für mich. Drückt mal Bild hoch. Ach man. Was bringt denn Bild hoch? Ach, Bild hoch. Neustart. Hoffentlich starten wir jetzt direkt hier. Monitor hochschieben. Schieb das Monitorbild hoch. Na. Aha, wunderbar, wir sind hier. Ein Haufen Assis, so wie es aussieht.
Alle schön schwer bewaffnet. So. Lauf! Wo ist mein Auto dahin? Da steht es. Meiner. Oh, die nimmst du Toxic mit? Wo ist er denn? Er ist in sein SUV eingestiegen. Komm, steig in das richtige Auto hier. Ein Kilometer, ein Glück. Okay, I'm radio close to the airfield. Remember, once you engage these bastards, there's only one way this is going. Make a plan, then execute, and no matter how good the plan is, expect sustained resistance. Maintaining the integrity of the plane is the priority. Rex läuft schon vor. Kannst du laufen. Looks like a shit show down there. Clear the airstrip before you think about taking that bird into the sky. If the plane gets shot up, we're back to Alpha. Wo ist noch eine an der Straße? Ah, da. Okay. Ah, da kommt ein Auto gerade. Au, wer war das? Na, wer war das oben drüber? Raketenwerfer. Ich hab doch gar nicht geschossen, aber ich schieb jetzt. Der ging daneben. Fuck, sie kommt von hinten. Warte, ich komme. Nein, die kommen von überall gerade. Wagen auf der Straße. Ist gerade nicht so schick. Deckung, Denkmal. Ich sehe den nicht, ich stehe hinter einem scheiß Gebüsch. Hinter dem Haus, da sind ganz viele, ne? Warte. Nächster Wagen kommt. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo, wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten auf so gut wie alles. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.